Guten Tag, ich bin Achim Zerres, Leiter der Abteilung Energieregulierung in der Bundesnetzagentur und die Bundesnetzagentur hat heute den Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan 2035 genehmigt. Keine Nachricht, die die Welt in Atem hält, aber ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Energiewende. Was ist ein Szenariorahmen? Das ist eine Vorstellung, wie die Welt der Energiewende in 2035 aussehen könnte. Mit insgesamt 250 Gigawatt erneuerbarer Erzeugung, einem nahezu vollständigen Kohleausstieg, mit ungefähr 60 Gigawatt konventioneller verbleibender Erzeugung und einem Stromverbrauch auch in den Sektoren Verkehr, Wärme, Industrie, der dann insgesamt auf 650 Terawattstunden angestiegen sein wird. Wir haben auch die neue Wasserstoffstrategie der Bundesregierung verarbeitet, denn auch dieser grüne Wasserstoff wird grünen Strom brauchen und der muss zum Verbraucher transportiert werden. Was geschieht jetzt? Die Übertragungsnetzbetreiber berechnen auf Basis dieser Zahlen, wie sie mit einem optimierten und ausgebauten Netz diesem Transportbedarf Rechnung tragen können. Das werden wir dann prüfen und ab April 2021 mit Ihnen wieder in die Diskussion treten. Bis dahin finden Sie uns auf den sozialen Medien, auf unserer Website oder Sie abonnieren unseren Newsletter. Dankeschön.